Moin Moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Dyrnfected. Freut mich, dass du eingeschaltet hast, wie immer. So, ich möchte mit heute hier ein bisschen was machen. Zum einen werden wir jetzt gleich noch einen Teil aufwerten hier mit Sven, dann haben wir endlich genug, ja. Dann müssen wir noch Aluminium sammeln, weil wir hier mal weitermachen wollen, dass wir endlich genug Strom haben. Und was am allerwichtigsten ist, wir werden heute mal hier den Zaun, der da so schemenhaft noch steht, tutti komplett abreißen und einen neuen setzen, ja. Einfach, damit wir hier mal zu Potte kommen und es weitergeht und die Wände hier geschützt sind und nicht immer kaputt geklopft werden, ja. Das ist so mein Hauptziel heute. Das dauert jetzt noch 3 Sekunden. Da können wir uns überlegen, was wir aufwerten. Da könnten wir übrigens auch noch ein paar sammeln gehen. So, es ist ja noch Winter, wir können nicht so viel machen. Die hier könnten wir eigentlich auch mal wegmachen gerade, weil wir wollen sowieso keine Solaranlagen machen. Und wie mir jetzt schon mehrfach erzählt wurde, brauchen wir die gar nicht für Windräder, weil die da nichts drin speichern. Sollten sie doch was drin speichern, habe ich Pech gehabt, müssen wir neue bauen. Aber da haben wir ja ein bisschen haben wir wieder gekriegt, ne? Bock. Herr Kaiser ist auch schon wieder da, will uns eine Versicherung andrehen hier. Komm her, wo bist du? Juhu. Ich will deine Versicherung nicht. So, was hast du dabei? Fett. Braucht keiner. Wir sind fett genug. Wir brauchen dein Fett nicht. So, das hier rein. Die waren da, dann hier rein. Ah, oh, sieht das nicht schön aus. Da müssten wir eigentlich schon... Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück könnten wir eigentlich schon bauen vom Aluminium her. Müssen wir mal gucken. Da ist alles leer. Jupp, gib mir mal den Hammer her. So, jetzt können wir wieder Ringel-Ringel-Reihe spielen. Wen tun wir hier aufwerten? Das hier ist erstmal nicht so wichtig. Hier hinten kommen sie auch nicht dran. Ich würde sagen, hier so. Wir können ja mal gucken. Wir gehen mal von außen gucken, welche Foundation hier unten sie schon angehauen haben. Der ist 195, 195, 190. Ich möchte nämlich nicht, dass die da drin rumhauen und dann am besten die Foundation weg ist. Das wäre ein bisschen doof. Aber das ist alles neu hier. Da dürften sie eigentlich noch nicht gewesen sein. Dann nehmen wir doch einfach hier die, die 190 hat. Welche war das? 195, 195, 190. So. Sieht von außen oder von innen dann aus wie ein Flickenteppich erstmal, schätze ich. Aber das soll uns jetzt egal sein. Es ist nur wichtig, dass das jetzt statt 200 400 hat und wieder ganz ist. So. Sehr schön. Was mir hier auch noch gefallen würde, fällt mir so ein, wäre vielleicht ein Pinsel mit Farbe oder so. Dass wir das hier ein bisschen bunt machen können. Oder zumindest Teppiche, weil das hier ist, das ist doch sehr ungemütlich. Ich meine, wir haben jetzt Schuhe da, ne? Da ist das nicht ganz so schlimm, aber trotzdem. Meh, da kann auch noch was drauf. Gib mal her. Es ist nicht symmetrisch, das geht gar nicht. So. Übrigens, gestern der The Forest Livestream, da war echt lustig. Hat Spaß gemacht. Möchte ich mich nochmal bei dir bedanken, dass so viele Leute da waren. Das war echt cool. So. Speer. Nee, Speer brauchen wir nicht. Wenn, dann hier. Gehen wir mal hin. Ich meine, jetzt erstmal das Tor weg, natürlich wieder zum x-ten Mal. So, bestätigen. Gehen hier. Jetzt müssen wir natürlich erstmal alles wegmachen, ja. Das ist schon zu weit. So, da ist er komplett weg. Wir können noch ein paar Stöckchen einsammeln hier, dass endlich sauber ist. Das Brett können wir auch mitnehmen. Was machen wir mit dem jetzt hier? Hier ist Aluminium. Den tun wir jetzt erstmal wieder ordentlich hier an die Seite stellen, ja. Weil es ist vollkommen egal, wo er steht. Habt ihr jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. Das heißt, wir können den auch ohne Probleme hier nebenstellen, so. Machen wir mal so. Dass das ordentlich ist. Dann haben wir nämlich auch hier Platz und können den Zaun näher hier dran machen. Bringen wir mal die Stöckchen weg und wir können oben vom Dach alles erreichen. So, Stöckchen waren hier. Die können da rein. Bitteschön. So, das eine Brett. Passt das noch irgendwo rein? Nein, alles voll. Na, dolle Wurst. Dolle Wurst. Wie sieht es eigentlich aus? Oh, trinken. Haben wir noch trinken? 102, okay. Dann passt das noch. So. Dann könnten wir jetzt vielleicht... Wie sieht er denn aus? Könnten wir jetzt als erstes mal wieder den Kollegen weghauen. Kann es sein, dass die immer schneller und immer öfter kommen? Habe ich so langsam das Gefühl. Das ist ja gar keine Ruhe mehr hier. Im Minutentakt kommen die an. Und schon wieder fett. Was habt ihr denn gegessen hier? Immer fett mitbringt. Unglaublich. Ich habe eine Idee, was wir machen. Wir fangen jetzt erstmal hinten an. So, wir brauchen einen Holzzaun.
Kann ich den auch noch einsammeln so? Oh, echt jetzt? Echt jetzt? Jetzt kannst du keine Stöcke einsammeln, wenn du den Zaun drin hast. Ich veräppeln. Und den kannst du natürlich so nicht bewegen. Das ist doch, Mann. Soll ordentlich aussehen, keine Stöcke da rumliegen. Das heißt, ich hoffe mal, die gehen nicht hier durch, weil ich darf das ja auch nicht hier reinstellen. So, geht das so? Ach, guck mal, da geht es so. Machen wir das doch mal so. Muss ja nicht mega groß sein. So, einfach so ordentlich drumrum hier. Ich hoffe, bald wird es wieder Frühling. Wir haben schon Dezember. Dann haben wir hier hinten nämlich noch ein bisschen Platz. So, hundertprozentig gerade wird das sowieso nie werden, solange das nicht snappt. Ah, wobei hier ist das dann natürlich ein bisschen, wir machen das jetzt so. Ich wollte gerade sagen, das ist dann sonst mir wieder ein bisschen zu weit weg. Ist das gerade oder ist das nicht gerade? Das wird niemals im Leben gerade sein. Niemals im Leben. Und wir werden so viel Beton brauchen. Wir werden so viel Beton brauchen. So, jetzt kann man das wieder so stellen. Hier dran. So. Hier lang. Geht das so? Ne, noch einen, ne? Zaun vorm Kopf hier. So, ja, das passt. Das passt. Okay. Es ist hier natürlich nur ganz, ganz eng Platz, aber das ist nicht schlimm, weil da müssen wir erstmal nichts hinbauen. Es sei denn, es kommt wieder irgendwas Neues, ja. Dann können wir die ja einfach so wegstellen. So, jetzt müssen wir gerade wechseln aufs Tor, weil irgendwo müssen wir auch reinkommen. Tor. Platzierbares, sonstiges. Hier ist das Tor. Jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich es richtig rumbaue. Ich meine, so rum ist das richtig. Kommt jetzt so hier rein. So. Sehr schön. Was vielleicht auch noch cool wäre, wäre eine neue Art Wambi oder so. Fände ich. Dass da mal ein bisschen Abwechslung reinkommt. Das würde ich persönlich jetzt noch ganz gut finden. Ist die Frage, kann man das so machen oder ist das schon zu eng hier dann? Mach mal so. So, das sollte eigentlich passen. So, ja, das passt. Dann ist das nicht so riesengroß, wo wir das eh nicht verteidigen können. Und ja, ich weiß, man kann auch einfach Feuerholz Dingensbumskirchens Ständer hier hinstellen und die Wambis machen nichts, ne? Aber das sähe blöd aus. Guck mal, wenn hier jetzt 1 Million Feuerholzständer stehen würden. Das würde nicht gut aussehen, ja? Das würde nicht gut aussehen. Es soll ja auch gut aussehen. So, dann kann man das hier noch machen. So, dann müssten wir hier nur auch noch eins machen. Oh, das ist nicht gerade. Naja, das war es jetzt gerade. So, hier kommt jetzt auch noch ein Tor hin, wenn wir das hinkriegen. Schwubbeli-wubbel, hobbeli-hopp. Gegenstandspedia, nein, sonstiges Tor. Hier hin, das müsste passen. Das passt, so. Sehr schön. Jetzt wieder Zaun. Den kann ich echt so da reinstellen. Okay. Hier geht das natürlich nicht. Wieso? Oh. So, jetzt haben wir hier natürlich auch noch ein bisschen mehr Platz. Aber nicht schlimm. Und wie gesagt, ich hoffe, dass die Wambis nicht hier durchlaufen. Ne? Wenn noch einmal Pech gehabt, das werden wir dann sehen. So, da haben wir den Zaun endlich mal ordentlich, zumindest halbwegs ordentlich gemacht. Das ist nicht ganz gerade, aber das passt schon so. Wir können hier einsammeln. Was ich auch noch vergessen habe, schreib mir mal in die Kommentare, was du, auch wenn du jetzt schon ein bisschen fortgeschritten in dem Spiel bist, wovon ich mal ausgehe, ja, was du von einem Tutorial für Anfänger halten würdest. Wir haben darüber diskutiert im Stream am Mittwoch und die meisten fanden das eigentlich eine ganz gute Idee, einfach um mal Leuten, die neu einsteigen und vielleicht den Kanal hier neu entdecken dadurch, so ein bisschen unter die Arme zu greifen und ihnen zu zeigen, wie das Spiel funktioniert. Ist ja jetzt nicht so schwer, das Spiel, ne? Aber gerade am Anfang, wenn man von nix einen Plan hat, so ich bei Stranded Deep zum Beispiel, ne? Dann ist das doch ein bisschen, ne, man weiß nicht, was man machen soll. Und
Dann ist so eine Hilfe nie verkehrt, finde ich. So, 4 Stöcke haben wir auch schon wieder. 1, 2, 3, 4. Was brauchen wir jetzt nochmal für das Tor vorne? Das könnte man mal gucken gerade. 12 Holzscheite, 4 Kupferbahnen. Die 4 Kupferbahnen haben wir locker. Wie sieht unsere Axt aus? Sehr ramponiert. Und Pfeile haben wir noch 16. Da müssen wir bald auch mal wieder neue machen. 1, 2, 3, 4. Die müssen auch noch brennen. Was ist hier drin? Na toll. Jetzt haben wir 5. Super. Ist das jetzt Aluminium oder Eisen? Eisen ist es. Nein, so nicht. Da rein. Da ist nichts drin. Das heißt, jetzt können wir wieder hier. Stück. Alles rein da. Das ist so schön. Das ist so schön, dass man das jetzt so schnell da reinpacken kann. Endlich, ey. Endlich. So. Einer kann hier rein. Die 4 können da rein. Den Wagen können wir direkt mitnehmen, weil brauchen wir sowieso. Kannst direkt hier hinstellen. Lustig, dass du überall durch kannst, nur nicht beim Tor. So. Komm her. Jetzt machen wir was wir schon lange nicht mehr gemacht haben, nämlich Holzfällen. Super jubi. Aber wir brauchen endlich mal eine Verteidigung hier. So langsam wird es Zeit. Die können wir einfach so nehmen. Wir müssten auch noch... Ach, das machen wir morgen oder dann am Montag im Stream. So. Sehr schön. Wunderbar, dann müssen wir nämlich noch Lehm holen und dann wieder weiter Beton machen, weil das müssen wir auch auf Beton aufwerten. Holz bringt nicht viel, wie wir gesehen haben. In der letzten Mambi-Horde, diesen Ratz, die fatzt die weg. So, und dann gucken wir mal, wie lang Infected noch läuft so im Stream. Ich hoffe, jetzt kommt Update 7, dass wir wieder neue Sachen haben. Also langsam muss man echt haushalten und gucken. Sehr gut. Können es ja auch abschließen, ne? Ja, hier ist der Balken. Okay, passt. Wäre ja sinnlos, die nach außen zu machen, sodass jeder von außen es aufmachen kann. Hierfür brauchen wir Holzscheite und Seile, okay. So, war stehen geblieben. Ja, mal gucken, wie lange Infected noch läuft. So langsam haben wir ja wieder alles, was neu ist. Aber Schluss ist noch nicht, natürlich. Es läuft noch weiter. Neues Survival-Game hat ja schon angefangen mit Stranded Deep. Wir haben noch jede Menge in der Pipeline, was es noch alles gibt, ne? Ich hoffe, bald kommt eine neue Alpha von 7 Days, Subsistence und Night of the Dead wurde vorgeschlagen und mir fällt es gerade alles nicht mehr ein. Aber wenn du möchtest, komm auf den Discord, dort haben wir eine eigene Ecke Game-Wünsche, da kannst du dann auch einfach Games posten. Dann gucken wir mal, was da so los ist und was alles dabei ist. Sind nicht nur rein Survival-Games, auch andere Games mittlerweile vorgeschlagen worden. Da haben wir auch wieder so ein bisschen angefangen mit Prison Architect. Da muss ich aber noch testen und gucken, ob das so das Richtige für den Kanal ist. Oder ob ich das dann lieber auslager. So. So oder so möchte ich auf jeden Fall auch in der Richtung wieder Spiele machen. 1, 2, 3. Oh, wir haben sogar noch ein Seil, okay. Da 3 Stück hin. Ein Stück hin. Jo. Sehr schön. Weiter geht's. Also wenigstens links und rechts mal so 2, 3 haben. Ein da. Einmal wird's dunkel. Ne, wir haben nur wieder unser Licht nicht angemacht, ne? Doch, es wird dunkel. Wir haben 9 Uhr abends. Wir sollten vielleicht mal schlafen gehen gleich. Aber wir haben noch Arbeit, Arbeit hier, ne? Die muss auf jeden Fall noch gemacht werden, bevor wir pennen gehen. Sonst kommen wir nicht weiter. Na, 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 na. Danke und danke. Einer fehlt noch. So. Ba-bam. Das ist übrigens hier unsere Hordenbase, nenne ich sie immer. In Anlehnung an 7 Days. Schwupp, schwupp. Zwar noch nicht auf Beton aufgewertet, nur die Treppe, wo ich wieder zu blöd war, ne? Und drauf geklickt habe. Aber das klappt ganz gut, muss ich sagen. Klappt ganz gut. So. Also wer sich da nicht zu schade ist oder sowas immer noch bauen möchte, fliegende Basen gehen so immer noch. Man muss jetzt halt nur
die Base, sprich die Foundation und die Treppe, mit der man hochkommt, wirklich ausbauen. Das heißt, die kloppen dann da dran rum. Ob es jetzt alles zusammenbricht, wenn man das abreißt, weiß ich nicht. Aber wäre auch hirnrissig, weil du musst ja so oder so irgendwie hochkommen. Geht ja nicht anders. Danke, danke. So, Steine, Stöcke, alles liegt hier rum. Dumm, die dumm, die dumm. Der ist drin. Das heißt, hier hinten kann der auch nochmal rein. Wir gehen jetzt mal ein bisschen Seile machen, dass wir die noch haben. Nur 6 Grad. Ob es hackt. Ist kalt hier. Danke. Oh, schön. Weißt du noch ganz am Anfang, wo du jedes Seil einzeln machen musstest? Oh, jetzt fehlt da ein Holzscheit. Na toll. Warum fehlt da ein Holzscheit? Ede wieder. Ede wieder. Damit könnten wir aber eigentlich mal gut unsere, unsere Vorräte hier an Pflanzenfasern wegmachen, wenn wir da alles Seile draus machen. So, wir brauchen noch einen. Machen wir morgen. Gehen jetzt erstmal schlafen. So. Spät genug. 9:45. Haben viel geschafft am Tag. Passt. Hier noch was drin? Jo, vorm Kopf. Nein. Da nur 3. Naja. Hier oben brauchen wir auch noch unbedingt etwas Deko dann, wenn wir da keine Batterien hinmachen. Jetzt pennen wir erstmal. Dann gucken wir, was der Tag so bringt. 12 Uhr, 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr, ne? Das kennen wir ja alles. Und dann hier 5, 6, 7. Müssen wir eh wieder trinken. Kräftiges Frühstück hier, das brauchen wir. Ja, Proteine, Kohlenhydrate, Fette, Vitamine. Wir gehen am besten erstmal aufs Dach. So, pfeifen wir uns 2, 3 Melonen rein. Das sollte passen. Immer schön Türe zu. Okay, wir pfeifen uns nur eine rein. Weil wir noch nicht wieder Wasser angemacht haben. Obwohl, die hier könnten wir auch nehmen. Nehmen wir die mal. Ich weiß, was wir machen jetzt. Eine essen wir so. Ja, ich weiß, Verschwendung, wenn wir die so essen. Aber gerade egal. So, was wir jetzt mal ausprobieren könnten, war ein Trick von euch. So, komm mal her. Gucken, ob das ein Bug ist oder ob das so sein soll. Mach mal zu. Wir machen uns gerade 2 Obstsalat. Blub, blub. Und die Dose, die haben wir natürlich nicht dabei. Die haben wir wieder irgendwo hingestellt. Ach, da geht das ja nicht hin, ich Idiot. Muss ja hier rein. Noch eine Pfeife, ey. Der Typ. Nur Luft im Kopf. So, hier, das meinte ich, ne? Guck mal hier, wie viele Seile wir da machen können. Also um Seile brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Da ist unsere Dose. Sehr gut. So. Einmal, zweimal. Dose da. Jawohl. Können wir lecker essen. Mmh, sehr gut. Also trinken brauchen wir nichts erstmal. Essen. Fette und Vitamine brauchen wir. Proteine. Wir nehmen jetzt mal unseren Speer. Es wurde gesagt, keine Ahnung, ob das stimmt, dass man auf dem See hier an diesen hellen Flächen trotzdem noch angeln kann. Sieht man das hier? Siehst du das? Da, Tatsache, da sieht man die Fische so ganz leicht. Man muss nur warten, bis man einen hat, ne? Das will ich, man sieht sie wirklich so darunter. Man sieht sie. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktionieren soll. Weil man hat ja so helle und dunkle Flächen, das stimmt schon. Aber da piekst man wie ein Blöder, ob das klappt. Ich weiß nicht. Also bisher haben wir noch nichts getroffen. Vielleicht stehe ich aber auch an der falschen Stelle. Hm. Wenn ich jetzt mal auf die Schnelle einen erwischen würde. Okay, aber wir können nicht eine halbe Stunde hier rumpiekseln. Und da hinten schwimmen sie. Da sieht man die. Tatsache. Tatsache, das geht. Ich glaube nicht, dass das... Lol. Das führt ja den zugefrorenen See ad absurdum. Das ist ja... Okay, das soll garantiert nicht so sein. Aber okay. Okay. Wir können also im Winter fischen. Ja, komm. Richtig. Erstmal direkt auf den Zaun rumhauen, ne?
Du Arschgeige. Du Arschgeige. Okay. So, haben wir also im Winter einen Fisch gefangen. Wie gesagt, das führt ja den zugefrorenen See, ne? Ad absurdum, brauchen wir gar nicht mehr dann. So. Wir können uns jetzt hier lecker Fischdinger machen. Und schon haben wir keine Probleme mehr. Nämlich gar keine mehr. So, Wasser müssen wir mal kurz anmachen. Wie sieht es hier aus? 120 verfügbar. Das heißt, das Wasser können wir locker anmachen. Ah, es ist schon schön, wenn man dann so jetzt endlich nach 62 Tagen alle Annehmlichkeiten hat, die das Spiel bietet. Und nicht mehr irgendwie aufpassen muss, dass man verdurstet, dass man verhungert und sonst was. Es ist schon nice. So, seid ihr fertig? Ich hoffe doch. Nee, der ist roh. Dann lass den brutzeln. Wir gehen nochmal gerade einen neuen suchen. Versuchen wir mal einen zweiten zu fangen. So, guck, hier ist der Fleck. So, hier hat es ein bisschen andere Farbe. Man muss halt nur ganz genau treffen, ne? Oder auch nicht. Lol, der schwimmt ja durchs Eis. Geil, was ist das denn? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Mal gucken, wann das gefixt wird. So, also, Winter überhaupt kein Problem mehr. Jetzt tust du auch schon nicht mehr verhungern. So. Da schwimmt der Thunfisch auf dem Eis. Sehr gut. Der Eisschollen-Thunfisch. Oh Mann, oh Mann. Den kannst du essen, den kannst du essen. Sehr gut. Gefällt mir. Gefällt mir. Übrigens, war ein Tipp aus der Community im Livestream. Ne? So. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Da wird gegessen. Hier muss Holz dran. Dann haben wir hinten die Ecke aufgewertet. Wir können jetzt Fische im Winter fangen. Wie viele braucht der hier eigentlich? Der braucht noch ein Elektrikteil, aber das ist egal. Den ganzen Käse, den wir hier drin haben, der kommt jetzt mal auf Seite. Weg damit. Passt natürlich wieder nirgends hin. Nirgends. So, die können nicht dahin, weil da ist voll. Weg damit, weg damit. Den kannst du hier lassen. Das ist Zement, Tierfett. Pack das mal dahin. Er kann da rein. So, was haben wir jetzt noch hier? Bitteschön. Der eine kann hier rein. Wir müssen auch schon wieder Neues holen. Jetzt gehen wir mal. Fangen wir mal hier an. 10. 20. Kann ich mich noch bewegen? Ah, wir gehen lieber mal die oben reinpacken, das wären ja schon wieder zwei. Ich glaube, zwei reichen erstmal. Wenn wir hinten anfangen oder vorne. Gehen wir mal hier so. 10 Stück. Und der hier. 10 Stück. Sehr gut. Das heißt, jetzt brauchen wir noch 8 Kupferbarren, 8 Kobaltbarren, 8 Eisenbarren. Müssten wir zusammenkriegen, oder? Lass mal gucken. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier sind es genau 8 Stück. Und hier auch. 5, 6, 7, 8. Wunderbar. Würden wir sogar noch mehr zusammenkriegen. Aber die 2 reichen erstmal. Ja, Mirror, ich weiß. Fertig. Fertig. Und schon haben wir wieder 40 Energie mehr. Auch wenn sie verkehrt rumstehen. Was soll's. Da hinten müssen wir noch dran. Wo ist Harry Hirsch? Auf dem See. Gut, ich würde sagen, ich gucke jetzt mal, ob ich noch ein paar, auf dem zugefrorenen See schwimmende Thunfische finde. Und du lässt einen Daumen hoch da. In diesem Sinne, ciao mit V.